Hallo, ihr Quirlinge! Der namenlose Held steht im nächtlichen Banditenlager von Jagen da und hat es geschafft. Raven ist nicht mehr, die Erdbeben werden jetzt hoffentlich aufhören. Und die Klaue Belias ist in sicheren Heldenhänden. Und bevor ich diesen unglaublichen Erfolg den Wassermagiern melde, schicke ich den Helden nochmal in den Tempel zurück. Denn, vergesslich wie ich bin, habe ich fast die Hauptsache im Tempel vergessen. Nämlich den Tempelschatz zu plündern. Kann doch gar nicht sein, dass ich das vergessen habe. Ist aber so. Man sollte ab und zu seinen Ohren trauen, denn wenn man irgendwo steht und man hört irgendwelches Rattengequieke und kommt dann im Laufe der Handlung in keinen Raum, in dem man Ratten killen kann, dann müssen die Ratten, die man gehört hat, ja noch irgendwo sein. Und wo Ratten sind, sind Hohlräume. Und wo Hohlräume sind, sind Schätze. Ja, und deswegen geht der Held gleich nochmal rein. Hier hatte ich zum ersten Mal Ratten gehört. Jetzt höre ich sie hier aber nicht mehr. Und das Fiese ist, hier, das sieht aus wie eine Tür. Ist aber keine. Das hier links und rechts sieht aus wie Türen. Aber es sind auch keine. Man kann da nichts tun, nur dagegen laufen. Und dann schaue ich mal weiter. In den nächsten Raum. Hier, die Tür geht auf. Hoffe ich, jawohl. Erste Tempelkammer. Hier gibt es wieder solche Pseudo-Türen. Kann man nichts tun. Ich glaube, das habe ich auch gecheckt in der letzten oder vorletzten Episode. Dann hier wieder ganz wichtig den richtigen Weg nehmen. Und an einer Stelle, wo diese Türen wirklich Türen sind, da habe ich es nicht gecheckt und deswegen auch den Schatz nicht geplündert. Das wird sofort nachgeholt. Hier Weg des Lichts und so weiter. Kein Bock, totgetackert zu werden. So, hier ist... Das ist nämlich eine Tür. Und führt in eine Tempelschatzkammer. Genauso wie das hier. Auch eine Tür ist. Und deswegen gibt es hier unter massivem Gerumpel mal einen Mega-Geheimversteck-Alarm. Denn ich finde die Tempelschatzkammern, zwei an der Zahl, hier hinter dieser zweiten Tempelkammer. Und der Vollständigkeit halber, ich bin da irgendwo im Berg tief drinnen. Im Adanos-Tempel. Und hier gibt es irgendwo noch Rattis. Oder auch nicht. Hier gibt es jede Menge zerdroschener Steinwächter. Ich weiß nicht, ob ich diesem Frieden trauen soll. Habe ich eigentlich noch Licht? Habe ich. Dafür reicht's noch. Was finde ich denn hier? Ein Skelett... Scheinwächter mit einer alten Münze. Hossa, du hast ja was dabei. Du, Dunkelpilz im Übrigen. Noch eine alte Münze. Butlerfleisch, Dunkelpilz. Vielleicht werden die auch alle wieder zusammengesetzt, wenn ich hier an der Truhe herumnestle. Das kann auch denkbar sein. Die dritte alte Münze. Oder sie werden nur dann wieder aktiv, wenn sie noch eine alte Münze haben. Was bei mir nicht so sein wird. Vierte alte Münze. Fünfte alte Münze. Sechs alte Münzen von sechs Steinwächtertrümmern. Hier liegt eine rostige Axt. Da ist ein... Das ist mutmaßlich... Oh, ein silberner Ring. Und ein Mana-Essenz, glaube ich. Was hast du bei dir? Noch eine Mana-Essenz, so wie es aussieht. Rostiges Schwert. Rechts, links, rechts, nein, rechts, links, links, rechts, links, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, aha. Oh, das hört sich nicht gut an. Ist hinter mir was entstanden? Sei es drum, ich finde was. Ich finde eine Steintafel des Einhandkampfes 3, eine Steintafel der Lebensenergie 2
3 Mana-Elixiere, eine goldene Halskette, einen goldenen Kerzenständer und einen goldenen Teller. Nö, es gab ein Riesentheater hinter mir, aber es ist nichts passiert. Oh. Na gut. Die Steintafeln sind jetzt nicht so toll. Einhandkampf ist meh. Und Lebensenergie kann man immer gebrauchen, aber... Na. Oh, hier sind die Rattis. Und euch hatte ich gehört. Wenn ihr nicht gewesen wärt, hätte ich vielleicht nie nachgeguckt, ob es hier vielleicht noch eine Tempelschatzkammer gibt und es vielleicht auch nie wieder gefunden. Weil ich bin mir nicht sicher, ob ich das gefunden habe bei meinem privaten Spiel irgendwann mal vor Jahren. Münze 1. 2. Rostiges Schwert. 3. 4. 5. Fleisch. Und 6 alte Münzen, die nächsten Pilze. Dunkelpilze, auch die sind ja wichtig. Wie viele Dunkelpilze habe ich überhaupt mal so ganz grundsätzlich gefragt? 175, oh, die 200 hätte ich ja gerne gerissen, aber ich glaube, das wird echt eng. Rostiges Schwert. Das da ist ein Mana-Extrakt und ein Heilungsextrakt, mutmaßlich. Das hier erinnert ein bisschen an den Schläfertempel in Gothic Teil 1, wo es da auch diese Schatzkammern gab, kurz vorm Endkampf. Dunkelpilz, Dunkelpilz, Butlerfleisch und der Kampf gegen Raven war ja so gesehen der Endkampf. Vom Add-on zumindest. Das ist eine rostige Axt, Mana-Essenz und Heilungsextrakt. Und hier war ich jetzt überall. Jo. In der Mitte liegt nix. Oder? Tote Ratte. Aber hier. Die Kiste. Die ist sogar offen. Und ich finde, ein bisschen Gold. Eine Steintafel der Stärke 3. 3 Elixiere der Heilung und eine Juwelenschatulle. Sehr gut. Jetzt, um sicher zu gehen, nochmal kurz Heller aktiviert. Bist du noch irgendwo hier unterwegs, meine Liebe? Ja, bist du, aber du machst dich nicht auf die nicht vorhandenen Socken. Das heißt, hier gibt es nichts mehr einzusammeln. Ich laufe mit Heller nochmal kurz rüber in die nächste Halle, aber ich bin guter Dinge. Schwirrst du weg? Nee, du schwirrst nicht weg. Dann ist ja nichts mehr. Okay, das ist der Tempelschatz gewesen. Die Steintafeln sind nicht schlecht. Bisschen anderer Kram auch. Und ich glaube, wenn ich jetzt tiefer in den Tempel reingehe, ist es kürzer, als wenn ich den ganzen Weg zurücklaufe. Ich muss ja nur hier bei Rademis durch. Ist hier übrigens was? Oh, sie schwirrt umher. Warum? Hella, Liebes, was hast du? Du willst hier in die Ecke kriechen. Ja, was soll denn das? Das ist doch nichts. Komm mal hierher. Liegt hier irgendwas rum? Nee, Hella ist irgendwie fasziniert von dieser Ecke. Warum? Och, was weiß ich. Bist du hier? Hast du was gefunden? Sie hat auf alle Fälle irgendwas gefunden, aber sie findet keinen Weg dahin. Ah, ein Dunkelpilz. Wie gut, dass ich hier nochmal vorbeischaue. Wie ich sowas immer stehen lasse. Hellerlein? War's das, oder? Das war's. Sie hat diesen Dunkelpilz gewittert. Na gut. Ich habe jetzt Dunkelpilze 178 und oh, noch 22. Ja.
In Jakenda habe ich ja jetzt alles abgegrast. Ich habe ja keine Gebiete in Jakenda mehr, wo ich noch welche finden könnte. Und dass ich hier und da einen vergessen habe, will ich glauben. Dass sich das auf 22 summiert, will ich nicht glauben. Und in Korinis und im Milental bin ich ja auch schon intensiv gewesen. Also ich sehe da nicht viel Hoffnung. Flup. Okay, so. Hella ist irgendwie weg. Ist okay. Oh, es wird sogar hell. Schön. Ja, dann macht sich der Held mal auf in Richtung Wassermagier, um Bericht zu erstatten. Und Bericht wird erstattet bei Saturas natürlich. Der früh am Morgen schon auf den Beinen ist, naja, auf der Bank ist, auf dem Hintern. Die Erdbeben haben aufgehört und wie ich sehe, weilst du immer noch unter den Lebenden. Heißt das, dass deine Mission erfolgreich war? Ja, Raven ist tot. Dann ist es also vorbei. Ardanos sei Dank. Das hast du gut gemacht, mein Sohn. Wir stehen tief in deiner Schuld. Du hast dem Bösen eine mächtige Waffe entrissen und das Gleichgewicht in diesem Teil der Welt wiederhergestellt. Als die Erdbeben verstummten, haben wir beraten, was nun geschehen soll, und wir sind zu einem Ergebnis gekommen. Geh hin und nimm die Klaue Belias. Sie soll nun dir bestimmt sein. In deiner Hand kann sie ein mächtiger Verbündeter für uns sein. Nutze sie weise, mein Sohn. Ardanos möge dir dabei helfen. Wir werden hierbleiben und dafür sorgen, dass der Tempel wieder zu altem Glanz erblüht. Nur Myxia ist schon nach Korinis aufgebrochen, um Vatras zu unterstützen. Vatras ist schon zu lange alleine in der Stadt gewesen. Was sagst du jetzt, ja? Hier. Ich habe die Klaue Belias an mich genommen. Die Klaue Belias ist eine ganz besondere Waffe. Sie hat einen eigenen Willen und Bewusstsein. Du, der nun diese mächtige Waffe besitzt, bist ihr Herr und Meister. Sie ist ein Teil von dir und wird sich deinen Fähigkeiten anpassen. Doch tut sie das nicht aus freien Stücken. Nur Belia selbst kann sie dazu zwingen, dir zu gehorchen. Habe ich gar keinen Bock drauf. Warum sollte Belia mir helfen? Nur ein Gebet zu ihm kann das bewirken. Aber sei vorsichtig. Belia ist niederträchtig. Wenn du seinen Zorn erregst, dann wird er dich das spüren lassen. Verstehe. Das muss man aus rollenspielerischen Gründen jetzt nicht unbedingt tun. Zumal es ja so auch ganz gut läuft mit den Kämpfen. Was kann ich mit der Waffe tun? Das liegt in deiner Hand. Du hast die Waffe erobert und bist nun ihr Herr. Ich kann dir nur empfehlen, was du damit machen kannst. Entweder du übergibst sie mir und ich werde dafür sorgen, dass sie keinen Schaden mehr anrichtet, oder du machst dir ihre Macht zu nutzen und verwendest sie im Kampf. Könntest du die Waffe nicht verwahren? Wenn du sie mir gibst, dann werde ich sie unschädlich machen, damit niemand mehr sie missbrauchen kann. Überleg dir also gut, was du tun wirst. Ganz klar, aus rollenspielerischen Gründen wird Belias Klaue vernichtet. Nimm die Klaue Belias und vernichte sie. Wie du willst, mein Sohn. Gib sie mir. Auf dass sie nun keinen Schaden mehr anrichte, werde ich sie in den Tiefen des Meeres versenken. Ardanos Weisheit wird über sie wachen. Wie willst du denn in die Tiefen des Meeres kommen, mein Lieber? Da müsste man mit einem Boot ein bisschen weiter rausfahren, um sie wirklich an tiefster Stelle ins Meer zu werfen. Wenn du sie hier irgendwo in Sichtweite des Strandes irgendwo reinwirfst, dann wird sie doch eh wieder angespült, über kurz oder lang. Naja. Was werdet ihr nun tun? Wir bleiben hier und verhelfen dem Tempel wieder zu Glanz und Größe. Allzu lange schon verweilen seine Mauern in diesem beklagenswerten Zustand. Was dich angeht, mein Sohn, es freut mich zu sehen, dass ich mich in dir getäuscht habe. Du bist der Bewahrer des Gleichgewichts. Daran gibt es keinen Zweifel mehr. Ohne deinen Mut und deine Kraft wäre die Insel von Korinis untergegangen. Wir danken dir und werden deiner in Ehren gedenken. Widme dich jetzt wieder den anderen Aufgaben, die noch vor dir liegen, und gib dieser Welt wieder Gleichgewicht und Frieden. Geh nun und erfülle dein Schicksal, Bewahrer. Unsere Gebete begleiten dich.
Wie feierlich, wie feierlich, wie feierlich, wie feierlich. Da gab's. Adanos möge dich schützen. Danke. 10 Lernpunkte. Die ich gar nicht gebrauchen kann. Ich habe 90 Lernpunkte und habe nichts damit anzufangen. Ja, wenn ich diese Lernpunkte doch nach Elex rübernehmen könnte, das würde mir da sehr viel mehr helfen. Also, kurzer Blick ins Questbuch. Ablösung für Vatras ist gestartet. Die Klaue Belias ist... wieso ist das noch offen? Ich würde mal behaupten, das ist ein Questbuchfehler, dass diese Quest noch offen ist. Ablösung für Vatras, okay. Ja, die Suchenden und Augenos. Gut, geh weg. Die Klaue Belias dürfte ich jetzt nicht mehr drin haben. Ne, ist nicht mehr da. Das ist irgendwas anderes, jawohl. So, dann mal gerade speichern und... Ne, erstmal erzähle ich, was ich machen will. Bevor es ausgeht hier aus Jaken, da gibt es noch ein paar Sachen zu erledigen. Zum einen gibt es noch ein paar Taschendiebstähle zu erledigen und ich muss noch den Ring der Heiler finden, den zweiten. Den habe ich nämlich nicht gefunden. Hallo, Merdarion. Und es geht mal los mit ein paar fehlenden Taschendiebstählen. Dazu gehe ich mal ins Banditenlager. Flupp. Und dann hier mal speichern. Dann, lieber Held, dick mal dein Geschicklichkeits-Gear an. Das wäre hier der Assassinendolch. Wieso hast du eigentlich gar nichts angelegt? Das verstehe ich nicht. Das ist nicht mal ein Bogen. Was ist denn hier los? Magische Armbrust. Magischer Bogen. Feuerbogen. Buchenbogen. Ach so, was hast du eigentlich angelegt? Moment mal. Was hast du eigentlich originär an Geschicklichkeit, mein Lieber? Da hast du 81 mit dem und den beiden Geschicklichkeitsringen. Es geht ja jetzt um Taschendiebstahl. Also Priesterring kann weg. Ach je, unbesiegbare Verteidigung, Feuer, Feuer, Leben, Leben, Magie, astrale Kraft, Erzhaut, Geschicklichkeit. Gewandtheit und das Franco-Amulett. Mit diesen Sachen hast du Geschicklichkeit 108. Und der Bogen? Der beste Bogen, den ich habe? Der magische Bogen ist nicht der beste Bogen, weil ich dazu keine Geschosse habe, die ich nachkaufen kann. Feuerbogen genauso. Buchenbogen ist der beste, den ich gerade habe. Hat 110 Geschicklichkeit. Originär trage ich einen Eschenbogen oder einen Langbogen. Da ist der Schaden beim Buchenbogen schon nochmal deutlich besser. Ich bräuchte Geschicklichkeit 110. Da würde ich doch glatt sagen, ich gehe mal in die Vollen. Da ich ja gerade beklagt habe, dass ich mit meinen Punkten nichts anzufangen weiß. Dann gehe ich doch mal in die Vollen. Nimm mal das hier alles weg. Und du trainierst bei der guten Lucia Geschicklichkeit bis auf 100 wäre schön. Was würde mich das denn kosten? Geschicklichkeit 100. Ich habe 90, wie viele? Genau 90 Lernpunkte? Genau 90 Lernpunkte, genau. Also zumindest diese 10 Lernpunkte, die ich gerade mit Belias Klaue verdient habe, die kann ich auf den Kopf kloppen. Mutwillig. Ich werde mich dann. Und ich möchte gern so viel Geschicklichkeit haben, dass ich den Buchenbogen gut benutzen könnte. Wo ist denn Luzi? Wieso ist denn die nicht da? Luzi, Kundschaft. Ey, aufstehen, Mädel. Ja, komm hier, geschickter. Ich will geschickter werden. Was hast du eigentlich für ein Oberteil an? Ist das Metall? Das sieht komisch aus. Oh, das kostet ja 15 Lernpunkte. Auweia, ist das teuer. Na komm, bis auf 90 Geschicklichkeit bringe ich dich.
Das wären, lass mich kurz überlegen, 9 Punkte. Da brauche ich hier 15 Lernpunkte und dann nochmal 4, 12, 27 Lernpunkte. Ach, okay, komm. Also Geschicklichkeit plus 9. Einmal hier. Und 1, 2, 3 und 4. So, zurück. Ende. Es hat 3 geschlagen ins Lernpunktekonto. Und jetzt lege ich den ganzen Kram wieder an. Frankos Gedöns und Gewandtheit, Geschicklichkeit und auch den Assassinendolch, ganz wichtig. Dann habe ich Geschicklichkeit 117. Das reicht knapp noch nicht für diesen doofen Bogen, das gibt's doch gar nicht. Warte mal, das geht so nicht. Luzi, warte. Ich muss die 120 Geschicklichkeit überbieten mit meinem Gier, weil ich dann erst sicher sein kann, dass ich überall Taschendiebstahl machen kann. Also nochmal weg. Ich brauche noch 3 weitere Punkte. Auch wenn es teuer ist. Scheißegal. Ich will geschickt. 1, 2, 3. So. Insgesamt also 12 Punkte Geschicklichkeit plus. Ende. Dann legt das ganze Zeug wieder an. Franco, Gewandtheit, Geschicklichkeit. Und schließlich den Dolch. Dann habe ich genau 120. Also mit diesem Gear reicht es dann auch, wenn ich mit dem Bogen unterwegs sein möchte. Ich hatte vorher 81 Geschicklichkeit, das heißt, ich kann immer den Langbogen tragen. Weil auch ohne Gia habe ich jetzt über 90 Geschicklichkeit, auch wenn ich Mana Gia anlege. Zack. Und die Waffe, welche nimmst du denn? Achso, das ist jetzt diesen Dolch. Also okay. Gut. Speichern. Ach nee, vorher nochmal gucken hier wegen der Tafeln. Ich kann ja auch noch ein bisschen mehr steigern. Ich habe hier Steintafel Lebensenergie. Plus 6. Ich habe Einhandkampf. Einhandkampf plus 6 und ich habe Stärke. Stärke plus 4. Das ist auch gut zu haben alles, aber Geschicklichkeit wäre mir irgendwie lieber. Das hier ist irgendwie Steinfall. Ne, das ist alles Quatsch. So, jetzt speichern. Okidoki, dann geht's mal los. Ich hatte hier noch Fisk zu beklauen. Das müsste mit 120 Geschicklichkeit jetzt funktionieren. Fisk. Du bist hier hinten, ne du? Ja, Banditen. Er hat auch nichts mehr zu tun jetzt, oder? Mich brauchst du das nicht. Das will doch keiner wissen. 300 Gold von Fisk. Du hast aber keine neue Ware. Zeig mir deine Ware. Nee, hast du nicht. Alter Kram. Dann kann alles weg. Ende. Wer ist noch zu beklauen? Lass mich kurz schauen. Das ist Corinus, Taurus, Sonja, Saturas. Ach, die ganzen Magier sind zu beklauen, richtig. Ramon und Taurus wären zu beklauen. Hier im Lager, genau. Das sind die, die hier noch fehlen, glaube ich. Ramon und Taurus kann man aber, glaube ich, nicht beklauen. Ich schaue mal nach, aber ich bin ja recht sicher, dass das nicht geht. Das ist ein bisschen blödsinnig, weil vor allen Dingen Taurus, der hat wahrscheinlich den Schlüssel zu seiner Truhe in der Tasche. Und deswegen wäre ich so frei, da wieder mal ein bisschen einzugreifen. Hey, du. Hey, du. Ende. Warum soll man gewisse Typen nicht beklauen können? Ich meine, ich habe 120 Geschicklichkeit. Ich konnte gerade sogar den guten Fisk beklauen. Ich kann mit so viel Geschicklichkeit sogar Cassia beklauen, die oberste Diebin in Corinus. Warum soll ich einen Dödel wie Ramon nicht beklauen können. Das ist unlogisch. Deswegen werde ich mal speichern und dann werde ich mal wieder die Cheat-Konsole aktivieren und dann werde ich mal gucken, was man machen kann. So, jetzt würde ich normalerweise Ramon übernehmen und gucken, ob in seinen Taschen irgendwas drin ist, was sich zu klauen lohnt. Das Problem ist, ich habe es gerade schon mal probiert, sobald ich Ramon aktiviere, dann greift der Bandit Ramon an,
weil Ramon dann der Spieler ist und Ramon trägt keine Rüstung, die eine Banditenrüstung ist. Und wenn man hier ins Lager reinläuft ohne eine Banditenrüstung, wird man angegriffen von allen. Es ist ein bisschen doof, aber so ist es. Ich probiere es trotzdem mal. Oh! Tut mir leid. Das war jetzt Ramon, das war nicht ich. Hast du was? Du hast irgendwie eine Bloodwind-Rüstung. Die ziehe ich da nicht aus. Hm. Na. Gold kann man ja nicht fallen lassen. Dann lass mal das da fallen. Wie geht denn das? Wie lässt man etwas fallen? Ach, ich hab's mal gewusst. So war das. So. Also, Taschendiebstahl. Ramon per Cheat-Konsole durchgeführt. Ich klaue Ramon 3 Dietriche. So. Und dass sich Ramon und der Bandit gekeilt haben, dafür konnte ich nichts. 2 Goldbrocken. Danke. Ich könnte jetzt natürlich hier noch mehr Erfahrungspunkte machen, indem ich einfach hier durch die Gegend ziehe. Ohne Banditenrüstung und das ganze Banditenlager auslösche. Aber dazu gibt es rollenspielerisch gesehen keinen Grund. Das gleiche mache ich jetzt nochmal mit Torus. Da könnte mir aber das gleiche blühen, dass Torus auch als Nicht-Bandit dann gilt, wenn ich Torus bin. Na, schwierig. Versuch's mal. Hi, Torus. Torus kann man nicht beklauen, obwohl Torus den Schlüssel zu seiner Truhe und einen Apfel hat. Also, komm, Apfel. Zack. Ach, jetzt hast du den gegessen. Scheiße. Falsche Taste, tut mir leid. Wohl bekommst, Torus. Dir gönne ich das. Torus, Schlüssel. Klong. So. Und dann zu. Was hat denn Apfel gegessen? Ich. Und hier schnell. So. Ich habe gerade Torus Schlüssel gefunden durch Taschendiebstahl, den ich ein bisschen gefaked habe. Jetzt ist es natürlich rollenspielerisch gewagt, die Truhe sich unter den Nagel zu reißen, wenn Torus daneben steht. Das sollte man nicht tun. Da der Held sowieso Mana regenerieren muss. Geh mal bis zum Abend hier hin. Ich will keinen Ärger. Ach, das ist nicht dein Ernst. Es ist nicht dein Ernst. Dann hier irgendwo war doch so eine Sklavenpritsche. Bis zum Abend schlafen. Ist Torus jetzt immer noch an seinem komischen Pult oder kommt er rausgelaufen? Er steht jetzt da und guckt nicht. Na gut, das könnte man vielleicht irgendwie gerade so durchgehen lassen. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Torus Truhe. 24 Goldbrocken und 250 Münzen. Ja, damit. So. Okidoki. Damit ist ein bisschen was erledigt, aber es gibt noch viel mehr zu erledigen und das passt alles nicht in eine Episode, die ja hat schon Überlänge. Darum sage ich hier Tschüss und weiter mit den letzten Sachen in Jarkandar. Da geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin.